Herr Professor Röder, welchen Sinn macht es für Wladimir Putin, jetzt dort in die Ukraine zu gehen? Nun, Wladimir Putin tut das jetzt, was er seit 2008 angebahnt hat, was sich seit 2008 vorbereitet hat und was man im Westen zu lange nicht in seiner ganzen Tragweite hat wahrnehmen wollen. Schon 2008 ist Putin militärisch gegen die Ukraine gegen Georgien ursprünglich vorgegangen. 2014 militärisch gegen die Ukraine vorgegangen. Und immer hat Putin ja letztendlich kein Geheimnis daraus gemacht, worum es geht. Es geht um einen großrussischen Nationalismus. Putin hat gesagt, der Untergang der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Nicht, weil es Putin um den Kommunismus gegangen wäre, sondern um die russischen Großmachtambitionen aus der Zeit des Zarenreiches, die die Sowjetunion dann politisch fortgesetzt hat. Und genau dort setzt Putin wieder an. Und worum es jetzt geht, ist um das Gegeneinander eines russischen Imperialismus in der Tradition des Zarenreichs oder das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, das wir für eine Grundlage der regelbasierten multilateralen Außenpolitik handeln. Das heißt, hier geht es um ganz, ganz Grundsätzliches und das muss sich der Westen, das muss sich Deutschland sehr klar machen. Also Herr Röder, lassen Sie uns noch mal die Ukraine als ganzes Land betrachten. Würde es Wladimir Putin ausreichen, nur die Ostukraine einzunehmen, was ja sehr unwahrscheinlich ist, oder geht es dann noch weiter? Wie weit will er gehen? Wie weit Putin gehen will, das wissen wir nicht, aber wir wissen, wie weit er gegangen ist. Es hat begonnen mit der Krim 2014, dann mit Donetsk und Luhansk. Wir haben es ja gerade gesehen, schon über die Jahre hin und jetzt offen militärisch. Wladimir Putin hat immer gesagt, dass die Ukraine eigentlich nur ein Staat von russischen Gnaden und russischer Herkunft und eigentlich kein eigentlicher vollständiger Staat ist. Insofern richten sich die Ambitionen Putins auf die Ukraine. Ob dann auch die früher einmal habsburgische westliche Ukraine, also in Galizien, mitgemeint sein würde, das weiß man nicht genau. Aber wissen Sie, das ist am Ende auch eine relativ unerhebliche Überlegung. Putin bestreitet der Ukraine nicht nur das Selbstbestimmungsrecht, sondern auch das Lebensrecht als unabhängiger Staat. Und das ist ein grundsätzlicher Angriff auf alles das, was uns in der westlichen Welt aus westlicher Sicht auf eine regelbasierte multilaterale Staatenordnung lieb und teuer und heilig sein sollte. Das heißt, hier geht es um alles. Und da ist die Frage, ob dann Lemberg noch mit gemeint ist, nicht mehr die entscheidende Frage. Warum geht er ausgerechnet jetzt diesen letzten großen Schritt? Nun, woran das jetzt ganz kurzfristig liegt, ganz kurzfristig sicherlich an der Rücksichtnahme auf China, die Olympischen Spiele erst zu Ende gehen zu lassen. Ansonsten sehen wir doch eine systematische Eskalation der russischen Politik über die letzten 17 Jahre hinweg. Das hat 2005 schon rhetorisch angefangen, 2008. Das hat man im Westen gerne übersehen, haben die ersten militärischen Interventionen stattgefunden. Und das hat sich über die Jahre hin immer weiter gesteigert. Ob Putin jetzt noch wieder eine persönliche Panik hat, weil Russland perspektivisch und auf Dauer an Macht verlieren könnte, das ist Spekulation. Entscheidend ist, dass wir die Entwicklung über die letzten Jahre hin sehen. Und das ist die Geschichte einer permanenten Eskalation im Sinne eines großrussischen imperialistischen Nationalismus, der das Existenzrecht der Ukraine infrage stellt. Und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, ich sage das noch einmal, ist die Grundlage der westlichen Vorstellung von einer regelbasierten Staatenwelt. Herr Röder, was kann Putin denn jetzt noch stoppen? Gibt es überhaupt irgendwas? In der Ukraine wird ihn vor der Hand nichts stoppen. Die Frage ist, wie der Westen sich verhält. Und immerhin gibt es ja klare Übereinkunft über ein Sanktionsregime. Aber der Westen muss natürlich um sich nicht lächerlich zu machen und um nicht vollständig zu versagen, muss diese Sanktionen natürlich nun in aller Härte anwenden. Weil Sie vorhin nach der historischen Dimension fragten. Wir sind ja immer auf der Suche nach historischen Vergleichen. Wir haben den einen großen historischen Vergleich und der ist der von München 1938, als die Westmächte nicht nur territoriale Interessen, erst das Sudetenland der Tschechoslowakei preisgegeben haben und kurz darauf die Existenz der gesamten Tschechoslowakei. Wir haben
immer gesagt, dass Appeasement eine würdelose Schwäche der Westmächte war, die dem Diktator einfach einen anderen Staat zu seiner Expansion überlassen haben. Man hat immer gesagt, nie wieder München. Aber genau an dem Punkt sind wir jetzt. Und lassen Sie mich vielleicht noch eines aufmachen, wenn wir sagen, es gibt zwei große Vorkriegsgeschichten des 20. Jahrhunderts. Die eine ist die der Julikrise von 1914. Und die besagt, dass man möglichst lange verhandeln soll und nicht zu früh kriegerisch tätig werden soll. Und dann gibt es die von 1938-39, die sagt, einem gewaltbereiten Diktator muss man entgegentreten. Die Lektion von 1914 hat der Westen insofern beherzigt, als man nach der Krim nicht sofort militärisch oder dass man so reagiert hat, dass man das, die Fäden nicht ganz hat abreißen lassen. Jetzt aber ist nicht mehr 1914, jetzt ist 1938-39 und jetzt muss man diesem gewaltbereiten Diktator, der nicht bereit ist, das Lebensrecht souveräner Staaten zu respektieren, mit aller Konsequenz entgegentreten. Während wir sprechen, schauen wir mal kurz auf das Live-Bild. Herr Professor Röder, wir erwarten ein Statement von Lars Klingbeil in diesen Minuten eigentlich. Die Mikrofone sind aber noch leer. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat für 12 Uhr ein Statement angekündigt. Sprechen wir kurz weiter in der Zwischenzeit. Ich bin einigermaßen schockiert, dass wir in dieser Situation 2022 tatsächlich die beiden großen Weltkriege zum Vergleich nehmen. Ist die Situation so dramatisch? Ja, ist sie. Wissen Sie, wir haben uns in Deutschland angewöhnt zu sagen, Gewalt ist keine Lösung. Ja, aber was ist denn, wenn Gewalt eine Option ist? Und Gewalt ist eine Option für Wladimir Putin, übrigens möglicherweise auch für China im Verhältnis oder im Umgang mit Taiwan. Wir haben uns in Europa auf diese historische Insel der Seligen zurückgezogen und gemeint, wir seien aus der Weltgeschichte entlassen. Gewalt ist keine Lösung für die Zivilmacht Deutschland. Am Schluss heißt das aber, dass wir uns Illusionen hingegeben haben. Und das Leugnen der Realität ist noch nie ein gutes Rezept gewesen, um mit der Realität umzugehen. Hoffen wir, dass es noch diplomatische Lösungen gibt, in welcher Form auch immer. Vielen Dank, Professor Röder.